Heute zeige ich euch meine Lieblingsstapelschrecken. Mache ich das Terrarium mal auf. Komm. Das hier ist eine meiner Lieblingsstapelschrecken. Das ist die größte. Essen wir mal wieder rein und hole ich die nächste. Ah, die ist da. Komm mal her. Komm. Oh, komm. Setzt sich wieder die andere dahin. Ja, das ist eine, die kleinere da. Muss gerade scharf machen. Das geht irgendwie nicht. Ja. Und trinkt gerade einer. Wie man sieht. Die ist klein. Ich zeig's euch mal. Ich muss sie erstmal so in meiner Hand kriegen. Komm, geh schon weg. Setz dich. Komm. Okay, hier. Wie man sieht, ist sie klein. Im Vergleich zu meinem Finger. Da ist auch eine. Die sitzt hinter ihr. Ja, und die sitzen gerade da so. Und ja, jetzt zeige ich mein Ei, wenn ich eins finde. Nee, gerade finde ich kein Ei. Aber ein Stapelschrecken-Ei ist klein und braun. Meine Stapelschrecken sind vietnamesische Stapelschrecken. Wie man sieht, klettert gerade die andere auf der anderen. Stapelschrecken sollte man meistens oft besprühen mit einer Sprühflasche. Man kann eine ganz normale Sprühflasche, heißt so eine so eine Sprühflasche kaufen mit Putzmittel und danach ausleeren, halt erstmal ausbrauchen und dann auswaschen, am besten den Geschirrspüler und danach mit Wasser füllen und dann sprühen. Meine habe ich jetzt mit Schmetterlingen. Wie man sieht, spielen sie jetzt viel mehr, sind irgendwie viel aktiver. Ja. Und das war's auch schon. Beim letzten Video habe ich euch ja gesagt, dass ich eine Lampe vom Aquarium habe. Ja, und die ist sehr gut, finde ich. Das Terrarium ist jetzt 40 Länge mal 30, halt, ich meine Höhe und das ist Länge, mal 30 Länge mal 30 Tiefe mal 40 Höhe. Ist es zu klein für, wie waren das nochmal? Ich glaube, das waren 14 Stapelschrecken. Dann tschüss und bis zum nächsten Video.